Hallo zusammen, ich bin Monika Weidacher, spiele Eishockey bei den Frauen ZSC Lions und ich bin jetzt bei Salis Drift, beim Gianfranco Salis. Hört rein beim Podcast, ich freue mich auf euch. Salis Drift, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten, präsentiert von Gianfranco Salis. Draußen ist es kalt und ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal eine heisse Vertreterin aus dem Sport bei mir zu begrüßen. Mit ihr verbinden mich ganz eine spezielle Story. Wir sind uns zum ersten Mal im Februar 2002 in Zarosa begegnet, als ich an der Primarschule ein dreiwöchiges Praktikum als Lehrer absolviert und sie unterrichtet habe. Übrigens, knapp 30 Jahre vorher ist ihr Vater zu meinem Vater am gleichen Ort in Sportunterricht. Sie hat 7 Geschwister, ist das älteste von 8 Kindern von einer mit Eishockey sehr eng verbundenen Familie. Schon ihre Grossvater Vater und Vater haben sehr erfolgreich in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga gespielt und zahlreiche Schweizer Meistertitel gewonnen. Heute gehört sie zusammen mit ihren Schwestern zu den bekanntesten und erfolgreichsten Frauen im Schweizer Eishockey und hat auch schon in Nordamerika gespielt, wo sie 2012 zusammen mit ihrer Schwester Nina ins All-Star-Team von der NCHA berufen worden ist. Seit 2009 ist sie Stammspielerin in der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und hat seither die Schweiz insgesamt schon 7-mal bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen vertreten, wo sie 2012 übrigens den 3. Platz, die sensationelle Bronzemedaille, erreicht hat. Im Jahr 2016 und 2017 hat sie bei der ZSC Lions Frauen den Schweizer Meistertitel gewonnen. Das Jahr hat sie die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyongyang vertreten. Und heute ist sie bei mir auf Besuch und ich freue mich riesig auf den Tag mit dir. Willkommen, Monika Weidacher. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wie startest du in einen gewöhnlichen Tag? Ja, sicher brauche ich immer wieder ein bisschen länger, bis ich dann wirklich aus dem Bett komme. Aber dann fängt es eigentlich immer mit einem Kaffee an. Du hast eine ganz spezielle Karriere, also als Frau im Eishockey-Sport. Was hat dich angetrieben, in die Männerdomäne hineinzugehen? Es hat eigentlich ganz anders angefangen. Ich war eigentlich mit 4 im Eiskunstlaufen. Und wie es da halt ist, man hat da seine Röckli, man geht ins Ballett. Und es hat mir eigentlich auch gefallen, bis ich dann gemerkt habe, dass alle in meinem Kindergarten oder einfach halt vor allem alle Buben einen Teamsport machen, eben das Eishockey. Und es hat mich einfach fasziniert, weil die einfach immer gesagt haben, heute Abend gehen wir ins Eishockey, heute Abend gehen wir ins Eishockey. Und ja, so hat das halt alles angefangen. Es war halt etwas Neues gewesen, weil Frauen dazumal oder auch in Arosa, es hat es das noch nicht gegeben. Ich bin halt dazumal die erste Frau gewesen. Und ich meine, es war halt schon komisch gewesen, jetzt möchte sie Eishockey spielen. Aber so hat dann alles angefangen und über die ganzen Jahre hinweg bis 18. Und mit der Zeit ist das halt einfach normal gewesen, dass ich dann wie in dem Team integriert bin. Und ich glaube auch, die ganze Zeit war eine grosse Lebensschule gewesen. Man hat halt immer Tiefen, Höhen, wieder Tiefen, weil halt, ja, Buben und Mädchen verändern sich beide immer wieder ein bisschen und haben ihre Phasen. Und das ist schon noch speziell. Also wie kann ich mir das vorstellen? Eben, du bist dann die Einzige in einer Männermannschaft, also in einer Bubenmannschaft. Ja, aber eben, man wächst halt so wie rein. Sicher es von außen stehend oder für Leute, die das nicht, ja, noch nie mitgemacht haben, ist das halt komisch. Es ist immer noch ein Mädchen dabei. Aber auf der anderen Seite, mit denen, die ich halt zusammengespielt habe, über die Jahre hinweg, schon eben mit, sagen wir, 5, 6 angefangen habe, für die war das halt auch wie normal gewesen, weil ich alles mit ihnen mitgemacht habe. Und ja, es ist sicher speziell und ja, man tut sich halt auch anpassen. Ich glaube, das habe ich durch die Jahre gelernt. Und man ist halt immer noch ein bisschen anders als all die Männer, aber ja, es hat mir sehr viel gebracht und es war eine gute Zeit gewesen. Du bist also auch gefördert und gefordert worden, zusammen kann man sagen, mit den Jungs in der Mannschaft. Ja, und man lernt halt auch die Charaktereigenschaften. Man lernt, ja, Männer sind halt oder Buben sind halt direkt, die sagen gerade, wie es geht. Und man muss sich anpassen, man muss auch direkt sein und man darf, glaube ich, auch nicht zu weich sein. Man muss das, ja, man darf es nicht persönlich nehmen, man muss es abprallen lassen. Ja, man muss sich halt gleich auch immer wieder zeigen, was kann man, dass man halt auch das Team schafft. Es ist ja dann nicht einfach gegeben, dass man dann einfach so dabei ist. Also da kann man eigentlich sagen, du bist am Anfang eher ein bisschen belächelt worden vom Publikum her. Eben die Jungs mitspielen, die nicht, die haben nicht gewusst, was du drauf hast. Aber es ist so ein bisschen, ja, schau mal, ein Mädchen ist noch in dieser Mannschaft. Ist das nicht ein bisschen hart für dich, echt, wenn es gecheckt wird und so? Bis
die Leute anfangen haben zu böcken, dort oben zu rosa, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du eben auch mal kannst einen Check austeilen kannst. Ja, es ist halt ein bisschen anders. Ich meine, man hat es wahrscheinlich mehr ein bisschen belächelt. Ich meine, am Anfang bin ich glaube auch die Einzige, die noch weisse Schlittschuhe hatte, ganz am Anfang. Und man realisiert gar nicht, dass man jetzt ein Mädchen ist und das sind Buben. Oder es ist komisch. Es geht um den Spass und ja, Fun. Genau. Und bei mir ist halt wirklich das gewesen, es hat mich wirklich fasziniert geglaubt, dadurch, dass es einfach ein Teamsport ist. Man geht mit Leuten zusammen, man macht das. Und vorher bin ich eben im Eiskunstlaufen gewesen, sicher macht man da auch mit Leuten, aber es hat mich einfach fasziniert, man macht das Gleiche. Oder auch eben, wenn man das erste Mal aufs Eis geht, man steht auf der Linie und alle machen das Gleiche. Und ich glaube, das hat mich einfach fasziniert. Aber irgendetwas muss dir ja gefehlt haben beim Eiskunstlauf, dass du dich ja entschieden hast. Was war das gewesen? Ja, ich kann es jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich weiss nicht, wieso dass ich unbedingt in das Eishockey haben wollte. Es ist, glaube ich, wirklich, weil ich damals gute Kollegen hatte, die halt Buben waren, die ins Eishockey sind. Und ich wollte das einfach auch wollen, mit denen mit nach dem Training, weil die einfach geschwärmt haben. Und so ist das, ja. So hat das angefangen. Und wie fest sind dein Grossvater und Vater vielleicht auch mitschuldig? Nein, gar nicht. Nein. Die haben das halt... Ja, dazu war es genau. Mein Vater war halt dann Präsident von EHC Arosa. Und das, ja, der hat halt das auch ein bisschen komisch gefunden. Genau seine Tochter. Wieso muss genau die jetzt anfangen mit Eishockey? Komm jetzt, genetisch. Ja, aber es ist halt gleich komisch. Weil es ist halt ein Mädchen. Aber ja, eben, über die Jahre hinweg, jetzt sagt er nichts mehr. Aber am Anfang ist es, glaube ich, schon noch ein bisschen... Das Mädchen, was macht die da? Frauen ist okay. Ich finde es übrigens sensationell zum Zuschauen. Es hat einen richtigen Drive. Es ist weniger aggressiv, aber es hat in meinen Augen gerade so, wenn nicht sogar noch eine intensivere Spielfreude, die man beobachten kann. Wie siehst du das? Ja, es ist halt... Man kann es nicht vergleichen mit Männern ist okay. Bei uns ist mehr... Es ist eigentlich ein Hobby. Wir machen das... Ja, wie halt eben, es ist ein Spassfaktor. Wir müssen nicht davon leben. Und ich glaube, durch das ist es auch anders als bei Männern. Okay, das ist ihr Job, die müssen gut sein. Von dem hängt ihr Vertrag ab oder ihr Ruf. Und bei uns ist es mehr... Es ist unsere Leidenschaft. Wir machen das gerne. Wir verdienen nichts von dem. Und aber gleichzeitig, wenn man so über die Jahre hinweg schaut, oder die letzten 10, 20 Jahre, man sieht die riesige Entwicklung, die eigentlich die Frau ist, okay, in der Schweiz durchmacht. Und ja, ich glaube auch die nächsten 5, 6, 7 Jahre, es wird weitergehen. Es hat viele gute neue junge Spielerinnen. Und auch, es wird wirklich gefördert von der Schweiz. Und man ist noch nie nicht, wo jetzt die USA und Kanada ist. Aber ich glaube, ja, man kommt näher und es wird auch immer besser und schneller. Und ja, es nimmt mich auch Wunder, wie es denn in den nächsten 10 Jahren ist. Da kann man eigentlich sagen, nach der obligatorischen Schulzeit hast du kaufmännische Ausbildung gemacht in Arosa, in Chur, Berufsmatura. Ist das eine Art eine Absicherung gewesen für nach der Karriere? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wollte immer noch ein zweites Standbein haben. Und ich habe auch die ganze Zeit, als ich jetzt Eishockey gespielt habe, ich habe immer nebendran noch Vollzeit geschafft, eigentlich, 100%. Oder im Studium nebendran kann. Ich habe nie eigentlich reduziert. Sicher ist es halt, du gibst all deine Ferien für das auf und deine Freizeit. Dafür hast du noch beides. Schauen wir schnell zurück. Bevor du dich vor gut 20 Jahren fix für das Eishockey entschieden hast, bist du als Juniorin auch noch Skirennen gefahren. Was hat dich dazu bewogen, beim Eishockey durchzustarten? Sind das die Erlebnisse, die du immer wieder gehört hast von deinen guten Freunden? Oder was war es? Nein, es ist eigentlich, Skifahren muss ich sagen, habe ich eigentlich viel mehr Zeit investiert früher. Und Skifahren ist halt einfach, es ist ein schwerer Sport, ein brutaler Sport. Du trainierst von morgen um 8 Uhr, du gehst auf den Berg rauf, bis am Abend spät, du hast die Videoanalyse. Und du musst wirklich so gut sein, dass du wirklich an die Weltspitze kommst. Und mir ist auch mit 14, 15, als ich mich entscheiden musste, habe ich einfach gewusst, mit dem Eishockey, kann man viel weiterkommen. Oder man sieht das Ziel. Man sieht zum Beispiel jetzt eine Weltmeisterschaft oder Olympiade. Man weiß gut, man könnte das schaffen, wenn man wirklich, ja, wenn man alles dafür gibt. Und Skifahren ist halt einfach nochmal etwas anderes, weil es wirklich, ja, es ist eine grosse Konkurrenz. Man weiß nie, es ist intensiv. Und ja, man kann halt wirklich nebendran kann man nichts mehr machen. Es ist ein anderer Sport. Und dann ist halt noch der Einzelsport. Man hat schon sein Team, aber man fährt für sich allein. Man hat keine Unterstützung.
Du bist ja schon ein paar Jahre im Business als Sportlerin tätig, als Eishockey-Spielerin, sehr erfolgreich, wie gesagt, in Amerika gespielt, mehrfach Schweizer Meisterin geworden, mehrere Jahre in der Schweizer Nazi mit dem Dress aufgelaufen, mit dem Schweizer Kreuz. Gibt es einen Moment, wo du kannst rausnehmen und sagst, der war der schwerste? Im Nachhinein, ja, nicht der schwerste, aber es hat schon seit jung, es geht halt auch, eben auch mit den Buben, es war nicht immer einfach gewesen. Es hat Momente gegeben, die mega einfach waren, wo all deine besten Kollegen waren. Dann hat es wieder Momente gegeben, wo auch ein Mädchen, dann ist wieder runter. Ich meine, es war immer wieder schwer gewesen, dass du einfach durchbeissest. Und, aber nein, nachher ist halt, ja, sicher hat man sich immer wieder gefragt, lohnt sich alles, die ganze Investition, jedem die ganze Freizeit. Und ja, man opfert halt auch viel Geburtstag oder halt mit Kollegen mal weg. Das geht dann halt nicht, weil du hast jeden Abend Training, du hast deine Sachen, die du machen musst. Aber auf die andere Seite, immer wenn dann wieder so eine WM kommt oder eben Schweizer Meistertitel, dann ist wieder die Freude und dann merkt man wieder, es hat sich alles gelohnt, was man investiert hat. Also die Vorfreude auf den nächsten Anlass ist eigentlich der Nährboden, ja, genau. Dass man alles da auf sich nimmt, punkto Verzicht. Ja, und es hilft wie, man hat eigentlich Anfangsjahr ein Ziel, wo man wieder weiss, zum Beispiel, keine Ahnung, die WM ist dort und man weiss wieder, okay, gut, es ist wieder ein neues Jahr, man muss sich wieder beweisen. Und es ist wie auch, ich glaube, dass wenn man das Ziel vor Augen hat und man weiss, was man will, durch das wird man wie auch glücklicher oder man schafft noch härter, wenn man weiss, gut, das ist mein Ziel, ich will jetzt dort hin. Und das gibt einem so wie etwas Positives im Leben. Dass du auch weisst, wenn ich dort einen vollen Einsatz gebe, dann kann ich eben wieder auch auflaufen dann im Stadion. Mhm, also und hoffentlich, Fernsehen, ja. Jetzt gibt es gleich einen Moment, also ich habe ein recherchiert für das Winterspiel 2010, Vancouver, bist du nominiert gewesen. Hast du aber bald müssen die Heimreise antreten als Ersatzspielerin. Was ist dir dort durch den Kopf? Ja, das ist damals eine andere Geschichte. Ich meine, dort bin ich, noch nicht 17, 18 gewesen, aber damals, dass ich wirklich nur schon dort angekommen bin, ist gerade alles so schnell gegangen, dass ich wie nur froh war, dass ich schon mal dort anreisen konnte, ein bisschen sehen, auch wenn ich dann wieder heim musste. Aber ich weiss, damals ist alles wirklich so schnell gegangen, dass ich dann wirklich auch noch aufgeboten worden bin oder einfach, ja, ich musste wieder heim. Aber dass dort das wie noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Und ich bin zwei Jahre später ins All-Star-Team berufen worden. Also das ist ja auch nicht ohne. Ja, es sind andere Zeiten. Aber eben in den USA, muss ich so sagen, die vier Jahre, als ich in den USA war, haben wir sicher eine super Zeit gehabt. Und schön war, glaube ich, dass ich das auch mit meinen zwei Schwestern teilen konnte. Und die Erfahrung von dort, nicht nur das Eishockey, allgemein Kultur und auch die Zeit, die wir dort kannten, hat uns, glaube ich, so viel gebracht und hat uns auch persönlich weitergebracht. Ein bisschen selbstständiger gemacht und auch offener gegenüber anderen Leuten. Und ja, bin froh, dass ich die Zeit dort erleben durfte. Du sagst, es war nicht nur sportlich eine prägende Zeit, die dich weitergebracht hat, sondern eben auch menschlich und zwischenmenschlich. Ja, weil es ist halt, ja, man geht halt in ein anderes Land und vier Jahre. Und es ist halt, man geht dort an, man kennt niemanden. Es ist wie alles neu. Neue Leute, neue Schule, neues Umfeld, andere Sachen, anderes Essen. Es ist einfach alles anders. Und durch das, wir haben auch gesagt, immer wieder, wenn wir dann waren, ist so wie ein anderes Leben gewesen, als wir wieder in der Schweiz waren. Beide waren schön gewesen. Und, aber eben, was wir halt auch gesagt haben, so etwas wie wir hier in der Schweiz haben, ist halt einmalig. Das ist halt das Privileg, wo man wieder zu schätzen weiss, wenn man das hat. Und ja. Und ihr seid auch als Trio bekannt, Weidacher Sisters. Wie ist das für dich? Also weißt, kann man wirklich sagen, hey, danke mir im Fall. Also ich habe ein Eis gebrochen für euch, im wahrsten Sinne des Wortes. Können wir auch ein bisschen auf die Schulter klopfen oder Danke sagen? Sonst wären die gar keine Hockeyspielerin. Nein. Ich glaube, sicher sind sie wahrscheinlich schon auch durch das gekommen, weil ich jetzt dort drin war und sie haben das auch gesehen und haben das auch machen wollen. Aber ich habe jetzt im Nachhinein, muss ich auch sagen, durch das haben wir ein unglaubliches, enges Verhältnis, weil wir halt all die Momente zusammen erlebt haben und es ist halt immer wieder, man hat etwas gemeinsam oder etwas, wo einem wie zusammenschweißt. Die gleichen Kollegen, das gleiche Umfeld, die gleichen Ziele und ich glaube, das ist einfach etwas, wo halt auch am Familientisch, wo man die gleichen Themen, die gleichen Interessen und das ist, ja, schweißt einem zusammen. Du sprichst es an, Familientisch, ich habe zwei Jungs, du hast sieben
Brothers and Sisters. Wie kann man sich so einen Alltag vorstellen? Du bist ja jetzt unterdessen nicht mehr daheim. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht, wenn man es nicht erlebt. Es ist sicher immer laut. Das ist sicher. Und ja, wir tun uns halt alle gerne immer ansticheln. Es ist dann schon immer ein Ansticheln gegeneinander. Und, aber eben grundsätzlich, ja, es ist immer wieder schön daheim zu sein. Und ja, es ist halt das Familienverhältnis. Wir haben einen grossen auch Altersunterschied. Also ich und meine Schwester nicht so unbedingt, aber von mir zum Jüngsten. Und das sind halt andere Verhältnisse. Und es ist eigentlich, ja, es ist halt etwas Schönes, wenn man weiss, wenn man eine gute Familie hat und man kann, man hat ein alles, ein jüngere Brüder, wenn man über etwas anderes redet, aber dann gleichzeitig auch Schwestern. Und ich glaube, es gibt einem auch viel wieder zurück. Kann man sagen, kannst du so themaspezifisch, weißt du, was du sagen, so, wenn ich irgendwie Thema Social Media, da kicke ich jetzt meine jüngsten Brüder an, damit ich wieder en jour bin, oder mit dieser Schwester kann ich gut das besprechen, das ist ein Pferdeliebhaber, da kann ich etwas über Rösli erfahren, oder wie ist das, weißt du, kann man das so ja, es ist halt, ja, es ist halt auch lustig, eben, meine Brüder, dann kommt da mal wieder über ein Videospiel oder über irgendetwas, über so Filme, wo ich halt keine Ahnung mehr habe, wo ich wieder so denke, oh mein Gott, wie alt bin ich? Und mit der Schwester ist halt mehr, durch dass wir jetzt halt eben die letzten 5, 6, 7 Jahre im gleichen Team sind, das gleiche Umfeld haben, ist halt, ja, andere Bezug, wenn man von etwas redet, man kennt die Leute gerade und man weiss gerade, ah, okay, ganz andere Verbindung als jetzt zum Beispiel zu einem Bruder, jetzt, wenn ich es nicht genau weiss, wer ist in dieser Klasse oder was sind das für Leute, ist halt anders. Wie rocken das deine Eltern? Also weisst du, ich habe 2 Jungs, die mich manchmal auch sehr, sehr herausfordern können. Gell, Theo und Elio, vielleicht bist du jetzt ein bisschen älter unterdessen und hörst du jetzt gerade die alten Podcasts von deinem Papi an. Aber wie sieht das aus? Weißt du, wie haben die das gehandelt? Oder weißt du, jetzt mit ein bisschen Distanz zum Elternhaus? Ja, also ich glaube, es ist sicher unglaublich, was die alles für uns gemacht haben. Und ich glaube, das wird einem auch erst im Nachhinein bewusst. Weil ich weiss auch noch, eine Zeit lang mein Vater hat mich, glaube ich, jeden Freitag auf Romanshorn runtergefahren. 2 Stunden, 2,5 Stunden runter, ist wieder rauf, am Sonntag wieder geholt, über 2, 3 Jahre hinweg. Und hat noch, ja, hat seinen Job gehabt, seine anderen Kinder noch. Und wie die das wirklich gemacht haben mit den 8 Kindern, die alle alles machen, weiss ich eigentlich bis heute noch nicht. Das ist ja logistische Meisterleistung. Ja, ich meine, der eine ist wie der Piccolos, der andere wie der Bambinis. Ja. Der muss ein Auswärtsspiel, der andere muss, und die Schwester ist noch im Nazi-Kader drin. Das ist ja unglaublich. Ja. Kommen wir zurück zu dir und zu deinem Erfolg. Was bedeutet dir eigentlich Erfolg? Erfolg bedeutet mir, glaube ich, wenn du ein Ziel hast, wo du wirklich weißt, gut, den möchte ich an und du musst hart dafür arbeiten. Und ich glaube, der Erfolg ist dann, wenn du das wirklich erreichst, aber nicht allein, sondern mit Leuten, die du um dich hast, die dich unterstützen, die für dich da sind, die dich aber auch challengen, also die nicht immer einfach ist. Aber du gehst mit denen wie durch den ganzen Weg durch und dann am Ende hast du dann das eben irgendetwas halt dein Ziel erreicht mit diesen Leuten. Ich glaube, das ist das Schönste und das ist Erfolg. Was ist denn Glück für dich? Glück ist für mich, glaube ich, meine Freunde, meine Kollegen, das Umfeld, einfach das gute Leute um mich haben, Leute, denen ich vertrauen kann und die ich weiss, die sind immer für mich da, das ist für mich Glück. Pyongyang 2018, im Schweizer Dress, du läufst rein ins Stadion, was geht denn da durch den Kopf? Ja, also erstens, jetzt kommt man schon wieder mega lang her, also vor, als ob das schon ein Jahr her ist. Auf der anderen Seite, in dem Moment, es geht dir, glaube ich, gar nicht durch den Kopf. Es ist so wie, es ist auch so ein Glücksmoment eigentlich. Du läufst dort rein, es ist ein riesen Publikum, aber du denkst eigentlich nichts. Du bist so fasziniert, glaube von allem drum und dran, dass du gar nicht, ja, die Gedanken hast. Es ist einfach ein Moment. Ich glaube, einfach ein Moment, der für immer in deinen Erinnerungen bleibt. Wann kommen denn die Gedanken? Ich glaube, also, die ganze Olympiade, ich glaube, habe ich wirklich probiert. Ich habe es einfach genossen. Ich habe probiert, all die Momente in mich einzinken lassen. Und ja, was halt immer ist an den Olympischen Spielen, ist halt, du gehst nachher, wenn du zurück bist, wieder so wie ein kleines Loch, in ein kleines Motivationsloch. Es war halt alles so schön gewesen, so viele Eindrücke, so viele Leute, so viele ja, Verbindungen, die du auch aufgebaut hast mit deinen Leuten oder anderen Leuten, anderen Sportlern, Athleten. Und ja, wenn du halt einfach zurückkommst, du weißt, du hast es gehabt, es ist fertig
Und du weißt, gut, und jetzt musst du auch wieder neu anfangen. Und ich glaube... Also ein neues Ziel wieder. Also man hat, ja, kann ich es mir so vorstellen, als Sportler, ich versuche es jetzt ein bisschen nachzuvollziehen. Man hat das Ziel vor Augen, man ist tagtäglich im Training, hat man das im Fokus, dort hin gehen wir, dann ist man dann dort und dann kommt nachher eigentlich so, und jetzt, was ist das nächste Ziel? Also, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, um die Eindrücke zu verarbeiten. Ja, nicht unbedingt, was ist schon wieder das nächste, es ist einfach, man ist so wie, ja, man ist halt zurück und es ist einfach gerade so, ja, man ist so ein bisschen down, also nicht down, aber man ist so ein bisschen, okay, jetzt ist es hinter mir. Und man fühlt, ja, es ist auch schade, dass man dann wieder zurück ist. Also so der Moment, man kommt von der Ferien heim und jetzt ja, tut man statt ja. den Koffer packen, tut man ihn auspacken. Ja, und man muss wieder arbeiten, so okay. wahrscheinlich, ja. Alles klar. Jetzt, was ist für dich Heimat? Also ich stelle mir vor, weißt du, eine Sportlerin mit dem Schweizer Kreuz, da muss ja irgendwie ein besonderes Heimatgefühl da sein. Also für mich persönlich ist Heimat... Berge, Arosa, halt, weil ich dort aufgewachsen bin. Und es ist einfach die Bergwelt, Natur und einfach auch die Ruhe. Das ist für mich eigentlich Heimat. Und eben, wo ich mich wohlfühle, wo ich alles, wie alles kenne, auch die Leute, das ist für mich Heimat. Du sprichst auch die Ruhe. Ich meine, dein Tag ist durchgetaktet, du hast einen Trainingsablauf, du hast zum Teil auch einen Ernährungsplan und so weiter und so fort. Wie findest du bei all diesen Terminen die innere Balance? Ja, gute Frage. Ja. Kann ich mir Monika vorstellen in einem Yoga-Kurs oder wie ist das? Ja, nein. Ich glaube, wenn ich wirklich mal Zeit habe, dann bin ich einfach mal froh, wenn ich mal früh ins Bett kann, wenn ich wirklich mal Zeit habe oder einfach mal auf dem Sofa sitze. Oder, ja, oder auch im Sommer, ich habe probiert, wenn ich mal Zeit habe, einfach mal in Zürichsee einfach abstellen, für mich sein, ein bisschen Musik, das habe ich am liebsten. Und nicht immer um die Leute, einfach ein bisschen allein sein. Du in 10 Jahren, wie siehst du dich? Gute Frage. Ja, ich hoffe sicher gesund und glücklich. Ja, aber will mir eigentlich nichts, also will kein spezielles Bild ausmalen. Schauen wir nochmal zu deiner Karriere als Sportlerin zurück. Du hast eine Bronzemedaille gewonnen an einer WM. Du hast 7-mal teilgenommen an einer WM. Du hast in Amerika professionell Eishockey gespielt. Du bist seit 2009 in der Schweizer Nazi, du hast Schweizer Meistertitel gewonnen. Du bist zur Bündner Sportlerin des Jahres 2012 nominiert gewesen. Wahnsinn, eine riesen Liste. Gibt es etwas daraus, wo für dich das persönliche Highlight als Sportlerin ist? Das persönliche Highlight? Ich glaube, die schönsten Momente waren glaube, wirklich, die ich auch mit meiner Schwester teilen konnte. Zum Beispiel halt eben Olympiade. Ich glaube, das war ein ganz spezielles Erlebnis, einfach mit meinen zwei Schwestern dort zu sein und einfach die Momente, die Eindrücke zusammenzusammeln. Und auch in den USA, halt, dass wir dass eben so weit weg sind, fremde Kultur, aber gleich uns noch hatten. Ich glaube, das waren die schönsten Momente gewesen. Wo du auch eben menschlich auch greifst. Ja, genau. Was gibst du einem Mädchen mit, wo eben auch auf der Kippe steht, zwischen entweder Skifahren oder Eiskunstlaufen oder vielleicht gleich Eishockey, wo sich fürs Eishockey entscheidet? Ja, ich glaube einfach, Kinder müssen das machen, was sie wollen. Und ich glaube, Kinder merken selber, sicher braucht es immer noch ein bisschen Druck, aber von den Eltern auch. Aber Kinder wissen schon, was sie wollen und die merken, wo sie ihre Leidenschaft haben und was sie gerne machen. Und ich glaube, ja, das Kind muss entscheiden, was es will, aber die Eltern müssen halt schon ein bisschen schauen, dass sie es auch durchziehen. Und ich glaube, dann, so ist dann ja, die Balance. Und dann mit 14 wissen die Kinder genau, was sie wollen. Du hast von Anfang an gewusst, ich will das. Weil es gibt ja jenste, oder? Wo es andere Beispiele haben, wo dann irgendwie die Eltern mega fördern, fordern, bringen es x-mal ins Training. Nachher wird man 16 und man weiss bis dahin, ich mache ja auch etwas, was die Eltern gerne haben. Und mit 16 wird mir ja da nicht unbedingt den Eltern gefallen. Wie war das bei dir gewesen? Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, unsere Eltern hätten glaube auch gerne, wenn jemand mal Ski gefahren wäre oder Tennis gespielt hätte oder so. Aber sie haben halt immer gesagt, es ist unsere Entscheidung und wir sollen das machen, was wir wollen. Und ich glaube, das bringt auch dem Kind am meisten, weil dann freut man sich und man ist sich selber und man macht nicht etwas jemand anderem zu lieb. Und das ist als Paradebeispiel jetzt bei dir und deinen Schwestern, dass es eben dann am besten klappt, wenn es eben wirklich vom Kind selber rauskommt. Also liebe Eltern draußen, wenn ihr euer Kind fördern wollt, dann hört euch den Podcast noch einmal an, vor allem diese Stelle. Und jetzt
nimmt es mich wunder, wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus, Moni? Ein gelungener Feierabend? Ich glaube, ein gelungener Feierabend ist entweder, dass ich noch meine besten Freundinnen und Freunde sehe und mit denen etwas Gutes gehen essen. Und ja, gute Konversationen oder einfach auch mal einen gemütlichen Abend einfach daheim, wo ich ja, ein Buch lese. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft an dieser Stelle noch auf den Weg geben? Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss immer ein Ziel vor Augen haben. Es ist egal, ob im Sport, ob im Beruf, ob Familie, einfach etwas. Und dass man dort daran anschaffen kann, nicht allein, zum Beispiel mit der Partnerin oder Partner, mit Kollegen. Und ich glaube, dass man dann etwas erreichen kann, wie zum Beispiel auch ein Eigenheim oder alles. Ich glaube, das gibt einem am meisten zurück. Wenn man hart dafür arbeiten muss, aber nachher sieht man, wo führt der Weg an und dann kann man das Ziel erreichen. Und du bist das Paradebeispiel für genau das. Ich wünsche dir jedenfalls weiterhin alles Gute. Viel Erfolg im beruflichen wie auch im sportlichen Hinsicht. Habt ihr Sorge und macht weiter so. Ja, vielen Dank, dass ihr da sein dürft. Und ich hoffe, ihr hört alle den Podcast und es gefällt euch. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.